Ja, sayonara Leute, heute sind wir in Chicago bei Koval Distillery. Seitdem ich das letzte Mal hier war, ist das Ding brutal gewachsen innerhalb von 5 Jahren. Da hat er jetzt schon 8.000, 9.000 Fässer in seinem Lager. Wie man sieht, von der kleinen Koval Distillery ist hier ein Riesending geworden im Herzen von Chicago. Und unser Master Distiller, der Mario Rudolph, unterhält sich gerade hier mit dem Robert, mit dem Hausherr und Gründer, aus Österreich gekommen, hat sich in Chicago verliebt in eine Amerikanerin und ist hierher gekommen und macht jetzt einen echt geilen Whisky hier in den USA. Und hier sind sie, ja, Mario und Robert. Ja. Hallo. Was gibt's Neues heute von unserem Whisky-Trip St. Kilian on Tour? Ja, wenn ich noch kurz was sagen darf, hier totale Energie, hier geht's voll ab. Gerade richtig gekommen, Chicago, also wir springen hier von einem Bundesstaat in den anderen Bundesstaat, später nach Texas, ihr werdet es morgen sehen. Und ja, Koval hat sich stark vergrößert, man sieht es hier, wir sind gerade angekommen, ihr kriegt gerade eine Bierladung. Ne? Ja, also wir bekommen gerade heute eine frische Bierladung, 10.000 Gallonen Bier, das heißt, es geht richtig rund bei uns, der Tanktruck fährt gerade weg. Wir haben heute in der Früh schon geladen und jetzt kommen noch eine zweite Ladung und dann eventuell noch eine dritte Ladung. Und wie gesagt, ja, wir sind um einiges größer geworden. Hier stehen jetzt unsere 5.800 Liter Tanks, die Gärtanks, die wir haben. Und das ist unser zweites Gebäude. Unser Originalgebäude ist auf der gleichen Straße, circa eine Meile weg. Hier ist ein bisschen größer. Wir haben jetzt 42.000 Square Feet, das sind circa 4.000 Quadratmeter hier und nochmal 3.000 Quadratmeter Lager in einem dritten Gebäude. Das heißt, das Bier, was ihr jetzt kriegt, macht hier so eine Art Bierbrand raus. Ja, also das wird dann der Plan. Also wir machen Bierbrand Ende des Tages, wird fast gelagert. Mal schauen, was daraus wird in 2-3 Jahren. Experiment. Also genau, so ein bisschen. Also wir machen gerne so Kooperationen und jetzt mit dem Bierbrand halt auch wieder Kooperation. Ja, mal schauen, vielleicht können wir auch irgendwo kooperieren in der Zukunft. Ja, wäre geil. Ja, okay. Würde uns freuen. Also, gut, schöne Grüße. Sayonara, liebe Whisky-Freunde. Tschüss.